Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man so neu ist, hat man einen ganz großen Vorteil. Man sieht so mit natürlichem Verstand, was manch Stuss hier erzählt wird. Diese Aktuelle Stunde erinnert an den bekannten Loch Ness-Effekt. Ja, gerade diese Fraktion hat es immer ganz wichtig und hat es nicht gelernt, mal zuzuhören. Ein bisschen Staat sein war nicht schlecht. Einfach mal lernen, zuzuhören. Also, diese Aktuelle Stunde erinnert an den bekannten Loch Ness-Effekt. Nur, dass von der Linken heute versucht wird, anstatt von Nessie ein Rüstungsungeheuer Deutschland auftauchen zu lassen, das es wie Nessie bei genauerem Hinsehen gar nicht gibt. Wie ich aber feststellen muss, reihen sich hier ganz links wie ganz rechts die Hände. Das ist ein doch zu durchsichtiges Vorgehen, allein um populistisch Aufmerksamkeit zu erregen. Und, meine Damen und Herren von der Opposition, statt einer emotional geführten Debatte ist eine sachliche, an Fakten orientierte Analyse notwendig. Die Ausfuhr, ich habe Ihnen schon gesagt, ein bisschen Staat sein und zuhören, schadet manchmal nicht. Die Ausfuhr aller Rüstungsgüter ist genehmigungspflichtig. Bei allen Ausfuhrgenehmigungen werden von der Bundesregierung dabei die öffentlich bekannten außen-, sicherheits- und menschenrechtspolitischen Aspekte im Rahmen des Kriegswaffenkontrollgesetzes, der Außenwirtschaftsverordnung, der politischen Grundsätze der Bundesregierung und des gemeinsamen Standpunktes des Rates der EU sorgfältig abgewogen. Die Vorlage des Rüstungsexportberichts 2016 sowie des Zwischenberichts für die ersten 4 Monate 2017 sorgen für eine besondere Transparenz in der Rüstungsexportpolitik. Ein hohes Gut der parlamentarischen Kontrolle. Der erträumte außenpolitische Idealzustand wäre sicherlich eine Welt, in der kriegerische Auseinandersetzungen allein durch politisches Handeln auf dem Verhandlungswege ersetzt werden sollte. Aber wir alle wollen in einer friedlichen Welt leben. Die Realität zeigt jedoch, und das jeden Tag, Frieden ist ohne Sicherheit und damit in der Konsequenz ohne wirksame Abschreckung mit Waffen reine Utopie. Innerhalb der NATO und der EU arbeitet Deutschland eng mit seinen Partnern für Sicherheit, Frieden und Freiheit zusammen. Aber Sicherheitspartnerschaft beruht auch auf Gegenseitigkeit. Das bedeutet auch, dass man sich gegenseitig für Verteidigungstechnologien nutzbar macht. Um dies umzusetzen, sind Rüstungsexporte aus Deutschland an EU, NATO und NATO gleichgestellte Länder für uns selbstverständlich und notwendig. In Zahlen heißt es, dass 46,4% der 2016 erteilten Einzelgenehmigungen in einer Gesamthöhe von 6,85 Milliarden Euro an Verbündete geliefert wurden und 3,67 Milliarden Euro auf Drittländer empfielen. Insgesamt 13% weniger als 2015. Für das erste Drittel 2017 wurden Einzelgenehmigungen in einer Höhe von 2,42 Milliarden Euro erteilt und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30% weniger, bei einer ähnlichen Drittländerquote von 54,3%. Und laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI sind die Rüstungsexporte Deutschland im globalen Vergleich im Zeitraum 2012 bis 2016 um sage und schreibe 36% zurückgegangen. Über den Zeitraum 2007 bis 2014 im Vergleich. Während, und das muss man dagegen setzen, das globale Rüstungsexportvolumen um 8,4% zunahm. Unter den 20 größten exportorientierten Nationen fiel der Anteil Deutschlands an den globalen Rüstungsexporten in den vergangenen Vergleichszeiträumen von 9,4% auf 5,6%. Und auch die Tatsache, dass laut dem gleichen Bericht beispielsweise der Genehmigungswert einer Fregatte, wie wir schon gehört haben, für Algerien mehr als ein Viertel des gesamten Jahresgenehmigungsvolumens für Drittländer ausmacht, zeigt, wie trügerisch der einfache Blick auf statistische Zahlen ist. Aber auch andere Beispiele aus der Vergangenheit machen deutlich, worum es eigentlich geht.
Ich denke da aber durchaus auch an den Krieg in Syrien. So half und hilft zum Beispiel die Lieferung von Waffen an Peschmerga im Kampf gegen die Terrororganisation IS in Syrien und im Irak und konnte dort 100.000 Jesiden und anderen Menschen vor Versklavung und Tod retten. Und ich denke, die künftigen restriktiven Maßnahmen, die wir ergreifen im Rüstungsexport, zeigen auch an ganz klaren Zahlen, in welche Richtung wir gehen. Und auch der Koalitionsvertrag, einer meiner Vorredner hat es ja schon genannt, möchte ich nur ganz kurz am Schluss zitieren. Wir schränken die Rüstungsexporte für Drittländer weiter ein, die weder NATO noch EU-Mitgliedsländer sind, noch diesen gleichgestellt. Ergänzend zu den Kleinwaffengrundsätzen vom Mai 2015 sollen Kleinwaffen grundsätzlich nicht mehr an Drittländer exportiert werden. Wir schärfen noch im Jahr 2018 die Rüstungsexportrichtlinien aus dem Jahr 2000 und reagieren damit auf die veränderten Gegebenheiten. Ganz zum Schluss, es kommt also darauf an, eine verantwortungsbewusste Rüstungsexportpolitik zu betreiben, die einen Ausgleich schafft zwischen notwendiger, strenger Exportkontrolle, der Wahrung der außen- und sicherheitspolitischen und wehrtechnischen Interessen unseres Landes sowie der Wahrnehmung der wachsenden sicherheitspolitischen Verantwortung Deutschlands in der Welt. Dieser Verantwortung werden wir gerecht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Kollege Loos, wir sind auch nur bei der ersten Rede so geduldig. Und ansonsten gilt, auch die mehrfache Ankündigung des Schlusspunktes ersetzt diesen nicht, also für die Zukunft. Das Wort hat der Kollege Dr. Karl-Heinz Brunner für die SPD-Fraktion.